Wenn Sie mit PowerPoint arbeiten, werden Sie vermehrt auch mit Zeichenobjekten, mit sogenannten Formen arbeiten. Und ich möchte Ihnen hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Sie finden die Formen in PowerPoint an mehreren Stellen. Zum einen im Register Start. Wir haben hier einige Formen zur Auswahl, wie Sie sehen können. Sie finden diese Formen aber genauso im Register Einfügen. Dort gibt es nämlich ein Symbol für die Formen und hier können Sie auf Ihre Objekte genauso zugreifen. Ich bleibe hier mal im Register Start und möchte als einfachste Form einmal eine Linie zeichnen. Ich wähle also das passende Formwerkzeug aus, stelle mich an jene Stelle, wo die Linie beginnen soll und halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe die Maus an die Endposition und lasse dort los. Diese Linie, die ich jetzt gezeichnet habe, ist ein bisschen schlampig gezeichnet, die ist nicht genau horizontal, sondern der Endpunkt liegt ein bisschen weiter oben. Ich könnte jetzt natürlich diesen Endpunkt verschieben und schauen, dass ich da genau in die Horizontale komme. Ich kann mir diesen Prozess ein bisschen erleichtern, wenn ich wirklich eine horizontale Linie benötige, wähle ich wieder das Linienwerkzeug aus, stelle mich an jene Stelle, wo die Linie beginnen soll, ziehe bei gedrückter linker Maustaste und halte aber zusätzlich noch die Umschalttaste gedrückt. Sie sehen, selbst wenn ich mich jetzt mit der Maus nach oben oder unten bewege, habe ich trotzdem eine präzise horizontale Linie. Wenn ich die Maus gedrückt halte, aber die Umschalttaste loslasse, dann sehen Sie, weiche ich natürlich von dieser horizontalen wieder deutlich ab. Das Gleiche gilt auch in der Vertikalen. Wenn ich die Maus nach unten bewege, wird es keine wirklich präzise senkrechte Linie sein. Halte ich aber die Umschalttaste gedrückt, kann ich mich auch nach links und rechts bewegen. Es wird aber trotzdem eine vertikale Linie. Wenn ich mich deutlich von der Vertikalen wegbewege, die Umschalttaste und die Maustaste immer noch gedrückt halte, dann sehen Sie, bekomme ich eine Linie, die im 45-Grad-Winkel gezeichnet wird. Also somit kann ich unter Zuhilfenahme der Umschalttaste diese drei Richtungen präzise vorgeben: horizontal, 45 Grad, vertikal. Wichtig ist, am Ende zunächst einmal die Maustaste loszulassen und erst dann die Umschalttaste, damit dieser präzise Verlauf natürlich erhalten bleibt. Ich zeichne jetzt in der Folie ein weiteres Objekt, und zwar ein Rechteck. Und ich kann die Umschalttaste, die ich zuvor für das präzise horizontale und vertikale Zeichnen verwendet habe, auch beim präzisen Verschieben verwenden. Würde ich jetzt dieses Rechteck einfach bei gedrückter linker Maustaste ziehen, dann hätte ich die Situation, dass ich wahrscheinlich von der horizontalen abweiche. Ich habe hier zwei Hilfslinien, die mir immer wieder angezeigt werden, die orientieren aber das Objekt an anderen Elementen aus, so wie zum Beispiel hier an der senkrechten Linie, die weiter links platziert ist. Möchte ich jetzt dafür sorgen, dass diese Rechteckform, die ich gezeichnet habe, präzise in der horizontalen verschoben wird, halte ich wieder die Umschalttaste gedrückt. Und somit erreiche ich, dass die Form genau in der horizontalen nach rechts oder links bewegt werden kann. Das Gleiche gilt natürlich in der vertikalen. Halte ich die Umschalttaste beim Ziehen gedrückt, dann verschiebe ich dieses Objekt genau in der vertikalen nach unten bzw. oben. Jetzt habe ich aber neben der Umschalttaste noch eine Taste, die mir zur Verfügung steht und die mir auch wichtige Dienste leisten kann, und das ist die Steuerungstaste. Möchte ich zum Beispiel diese Form in der horizontalen kopieren, dann kann ich dabei sowohl die Steuerungs- als auch die Umschalttaste einsetzen. Sie sehen jetzt, dass sich der Mauscursor verändert hat, und zwar durch die Steuerungstaste erscheint hier ein Plus. Würde ich die Steuerungstaste loslassen und nur die Umschalttaste verwenden, ist dieses Plus nicht zu sehen. Ich drücke jetzt die Steuerungs- und Umschalttaste, halte die linke Maustaste gedrückt, ziehe das Objekt nach rechts und lasse zuerst die Maus los. Und Sie sehen, ich habe eine Kopie dieses Objektes und diese Kopie ist genau in der horizontalen Linie vom ursprünglichen Objekt.
Genauso kann ich das in der Vertikalen machen. Ich markiere das Objekt, halte jetzt STRG und Umschalttaste gedrückt. Sie sehen, dass sich wieder das Mauscursor-Symbol entsprechend verändert hat. Halte jetzt zusätzlich zu den beiden Tasten auch noch die linke Maustaste gedrückt und ziehe das Objekt nach unten. Lasse zuerst die Maustaste und erst dann STRG und Umschalttaste los und somit ist die Kopie dieses Objektes genau unter dem ursprünglichen Objekt platziert. Möchte ich jetzt alle Elemente, die sich auf dieser Folie befinden, löschen, kann ich mit STRG A alle Objekte markieren und mit der Entfernen-Taste lösche ich die Elemente, die vorhanden sind. Ich zeichne nun erneut ein Rechteck und wir schauen uns die Markierungspunkte hier ein bisschen genauer an. In der Mitte der Seitenkanten befindet sich jeweils ein kleines Markierungsquadrat. Wenn ich mich auf das rechte Markierungsquadrat draufstelle, die linke Maustaste gedrückt halte und ziehe, dann ändere ich die Breite des Objektes nach rechts. Stelle ich mich auf das linke Markierungsquadrat, halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus nach links, dann ändere ich die Breite nach links logischerweise. Genauso kann ich die Breite natürlich links und rechts wieder reduzieren. Das gleiche habe ich auch oben und unten mit den mittleren Markierungsquadraten. Ich kann die Höhe nach oben bzw. unten erweitern. Stelle ich mich auf einen Eckpunkt, der sich hier rund kreisförmig abzeichnet, dann kann ich damit sowohl die Höhe als auch die Breite meines Objektes gleichzeitig verändern. Das gilt natürlich bei jedem dieser vier kleinen Markierungskreise. Jetzt kann ich als Hilfestellung wiederum eine Taste einsetzen, die mir die Möglichkeit bietet, das Objekt sowohl nach links als auch nach rechts, also gleichzeitig in beide Richtungen zu verändern oder gleichzeitig Höhe nach oben und unten anzupassen. Diese Taste, die ich dafür einsetze, ist die STRG-Taste. Ich stelle mich auf das mittlere Markierungsquadrat, egal ob links oder rechts, halte die linke Maustaste gedrückt und die STRG-Taste und ziehe jetzt diesen Markierungspunkt nach links bzw. rechts und Sie sehen, das Objekt ändert sich in beide Richtungen. Genau das gleiche gilt auch, wenn ich mich auf ein oberes oder unteres Markierungsquadrat in der Mitte der Seitenkante stelle. Ich halte die linke Maustaste gedrückt, zusätzlich die STRG-Taste und wenn ich ziehe, ändere ich das Objekt nach oben und unten gleichzeitig in der Höhe. Man kann jetzt erahnen, was passiert, wenn ich das mit der STRG-Taste auch auf einem Eckpunkt mache. Ich stelle mich auf den Eckpunkt drauf, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe diesen Eckpunkt nach außen oder innen und Sie sehen, das Objekt ändert sich in der Größe vom Zentrum aus. Ich finde hier noch einen weiteren Markierungspunkt, der aber mit einer anderen Farbe dargestellt ist, nämlich dieses kleine, runde, grüne Punktsymbol. Und damit kann ich ein Objekt drehen. Wenn ich mich auf diesen Markierungspunkt draufstelle und die linke Maustaste gedrückt halte, kann ich dieses Objekt frei drehen, um einen beliebigen Winkel entweder im bzw. gegen den Uhrzeigersinn. Ich mache die Aktion wieder rückgängig. Möchte ich jetzt dieses Objekt präziser drehen, und zwar in 15 Grad Schritten, stelle ich mich auch auf diesen Markierungspunkt drauf, halte dabei aber jetzt die Umschalttaste gedrückt und drehe das Objekt nach rechts oder links. Sie sehen jetzt, beim Drehen springt dieses Element und zwar immer in 15 Grad Schritten. Und somit kann ich dann die gewünschte Orientierung durch diese Drehung mithilfe der Umschalttaste erreichen. Ich lösche dieses Rechteck wieder. Wenn ich mir die Liste meiner Formen anschaue, finde ich das Rechtecksymbol, aber ich finde zum Beispiel kein Quadrat. Wenn ich ein Quadrat benötige, dann kann ich das beim Zeichnen sehr einfach und schnell umsetzen. Ich wähle das Rechtecksymbol. Beim Aufziehen würde ich jetzt ein Rechteck bekommen, wenn ich aber beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halte, dann bekomme ich ein Quadrat, also ein Objekt mit gleichen Seitenkanten. Zuerst Maustaste, dann Umschalttaste loslassen und es ist ein Quadrat entstanden.
Das gleiche gilt auch bei Ellipse bzw. Kreis. Wenn ich eine Ellipse auswähle und aufziehe, dann bekomme ich grundsätzlich ein Ellipsensymbol. Wenn ich aber beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halte, dann bekomme ich einen Kreis. Auch hier wieder zuerst die Maustaste loslassen, erst dann die Umschalttaste. Möchte ich nachträglich die Form in der Größe verändern und ich möchte, dass es zum Beispiel ein Quadrat bleibt, dann muss ich auch wiederum beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten. Würde ich die Umschalttaste nicht verwenden, würde aus meinem Quadrat ein Rechteck entstehen. Bei gedrückter Umschalttaste bleiben die Proportionen aber erhalten. Das gleiche gilt natürlich auch beim Kreis. Wenn ich den Kreis anklicke, mit Hilfe der Eckpunkte ziehe, dann entsteht aus meinem Kreis eine Ellipse. Halte ich aber die Umschalttaste gedrückt, dann bleibt es ein Kreis. Ich ändere einfach nur die Größe dieses Kreises. Wenn ich mich jetzt auf einen Eckpunkt stelle, nicht nur die Umschalt-, sondern auch die Steuerungstaste gedrückt halte, dann ändere ich diese Form in der Größe und der Mittelpunkt, also das Zentrum des Kreises, bleibt an der gleichen Stelle. Dasselbe gilt natürlich auch beim Quadrat. Stelle ich mich auf einen Eckpunkt, halte die Umschalt- und Steuerungstaste gedrückt und ändere das Objekt in der Größe, dann bleibt das Zentrum, der Mittelpunkt, auch immer erhalten. Diese Systematik gilt natürlich bei jedem beliebigen Objekt. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel aus meinen Formen einen Stern auswähle, beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halte, dann habe ich einen proportionalen Stern. Höhe und Breite sind ident. Würde ich die Umschalttaste nicht gedrückt halten, dann habe ich einen entsprechenden verzerrten Stern. Oder wenn ich aus dieser Liste zum Beispiel einen Ring, ein sogenanntes Rad auswähle, gleiche Situation, verzerrt ohne Umschalttaste, bei gedrückter Umschalttaste habe ich ein gleiches Seitenverhältnis, Höhe und Breite sind ident. Auch hier wieder ein Rautensymbol. Über das Rautensymbol kann ich die Form wieder entsprechend anpassen. So auch bei diesem Stern. Wenn ich am Rautensymbol ziehe, verändere ich die Form dieses Sterns. Also wir sehen die gleiche Systematik bei allen Formen, die mir zur Verfügung stehen. Ich lösche zunächst alle Objekte, wähle also STRG A aus, damit alle Objekte markiert sind, und entferne diese Objekte. Zeichne zunächst einmal ein gleichschenkeliges Dreieck. Und ich möchte jetzt an jener Stelle, wo die Spitze dieses Dreiecks platziert ist, einen Kreis zeichnen. Das heißt, ich wähle mein Ellipsensymbol aus, stelle mich an jene Stelle, wo das Zentrum des Kreises liegen soll. Damit ich beim Ziehen einen Kreis bekomme, muss ich ja die Umschalttaste verwenden, damit das Zentrum des Kreises an dieser Stelle ist, auch die Steuerungstaste. Also ich halte Steuerungs- und Umschalttaste gedrückt, zusätzlich halte ich die linke Maustaste gedrückt und ziehe mein Objekt auf. Die Umschalttaste sorgt für gleiches Höhen- und Seitenverhältnis, also Höhe und Breite sind ident, und die Steuerungstaste sorgt dafür, dass das Zentrum an der Position, wo ich mit dem Ziehen begonnen habe, zu liegen kommt. Ich lasse zuerst die Maus und erst dann Steuerungs- und Umschalttaste gedrückt. Jetzt formatiere ich diese Form, das heißt, ich wähle den Kreis aus, gehe in meine Zeichentools, ändere den Fülleffekt, ich möchte hier zum Beispiel einen gelben Kreis haben, ich ändere die Formkontur auf ein dunkles Rot und möchte eine Stärke von 3 Punkten verwenden. Jetzt komme ich nachträglich drauf, dass ich an dieser Stelle statt einem Kreis vielleicht doch lieber einen Stern hätte. Jetzt könnte ich natürlich das Objekt löschen und alles von vorne zeichnen, das wäre aber ein bisschen mühsam. Stattdessen kann ich das bestehende Objekt, also diese Form, durch eine andere Form austauschen. Die Formatierungen bleiben erhalten und die Position und Größe bleibt genauso erhalten. Dazu muss das Objekt markiert sein. Ich wähle das Register Zeichentools Format aus, sofern es nicht bereits ausgewählt ist, und finde ein bisschen weiter links den Befehl Form bearbeiten und darin Form ändern. Und jetzt wähle ich die gewünschte Form aus, zum Beispiel diesen Stern.
Sobald ich den Stern angeklickt habe, bekomme ich an der gleichen Stelle mit den gleichen Formatierungen das passende Sternsymbol. Genauso kann ich natürlich jede beliebige andere Form verwenden, wenn der Stern markiert ist, nochmals Form bearbeiten, Form ändern und dann wähle ich hier dieses Symbol Rad. Der Computer tauscht mir die Form einfach aus und ich kann hier wieder mit einem Rautensymbol bei Bedarf Anpassungen vornehmen und Sie sehen, der Mittelpunkt befindet sich auf der oberen Spitze des Dreiecks. Möchte ich nachträglich die Größe ändern, so wie wir bereits gehört haben, stelle ich mich auf einen Eckpunkt und bei gedrückter Steuerungs- und Umschalttaste kann ich die Größe jederzeit anpassen und dann habe ich immer noch präzise den Mittelpunkt auf der oberen Spitze des Dreiecks. Ich lösche wiederum alle Objekte. Ich zeichne nun ein abgerundetes Rechteck. Sehe bei diesem abgerundeten Rechteck wiederum ein Rautensymbol und mit Hilfe dieses Rautensymbols kann ich bestimmen, wie stark die Ecken abgerundet sein sollen. Ziehe ich dieses Rautensymbol weit genug nach rechts, sind die Ecken so stark wie möglich abgerundet. Ziehe ich das Rautensymbol so weit wie möglich nach links, dann habe ich spitze Ecken. Also ich bin hier sehr flexibel im Zusammenhang mit der Gestaltung meiner Form. Möchte ich jetzt von dieser Form eine Kopie erstellen, dann haben wir gehört, dass wir mit gedrückter Steuerungstaste das Objekt ein bisschen ziehen können und dann erhalte ich eine Kopie davon. Es gibt noch eine Alternative. Ich kann das Objekt markieren und eine Tastenkombination verwenden, und zwar Steuerung Dora. Mit dieser Tastenkombination Steuerung D bekomme ich ein Duplikat, so kann man sich auch die Tastenkombination recht gut merken. Würde ich das Objekt erneut mit der Tastenkombination Steuerung D belegen, dann sehen Sie, bekomme ich einfach weitere Duplikate, die immer leicht versetzt zum Original angezeigt werden, damit man eben erkennen kann, ja, da ist ein neues Objekt eingefügt worden. Ich mache die Aktionen wieder rückgängig. Ich verschiebe jetzt dieses Duplikat auf der Folie. Und möchte jetzt zwischen diesen beiden Formen eine Verbindungslinie ziehen. Dazu habe ich verschiedenste Linienformen. Ich nehme hier die gewinkelte Verbindung, bewege mich mit der Maus auf die Form zu und Sie sehen, irgendwann, sobald ich die Kante erreicht habe, zeigt mir das System rote Markierungsquadrate. Was hat es damit auf sich? Ich stelle mich auf einen dieser Markierungsquadrate drauf, halte die linke Maustaste gedrückt und bewege die Maus zur anderen Form und sobald ich hier die Kante erreicht habe, zeigt mir das System auch hier wieder kleine Markierungsquadrate an, auch rot dargestellt. Ich stelle mich auf so einen Markierungspunkt drauf, lasse die Maustaste jetzt los und der Computer zeigt mir die Verbindungslinie an und Anfangs- und Endpunkt sind zunächst, solange die Linie markiert ist, auch rot dargestellt. Was ist das Spezielle daran? Ganz einfach, wenn Sie jetzt eine dieser Formen verschieben, dann wird automatisch diese Verbindungslinie angepasst. Also es ist wie ein Gummiband, diese Linie geht automatisch mit und passt sich der neuen Position meiner Objekte einfach an. Ich kann diese Verbindungslinie auch anklicken, habe hier drei Rautensymbole und kann die auch verschieben, um diese Form, das heißt, diese gewinkelte Verbindung noch ein bisschen anzupassen. Und so bin ich sehr flexibel in der Anpassung meiner Gesamtkonstellation. Jederzeit sind hier Änderungen recht einfach umsetzbar, ohne dass ich wirklich sehr viel Zeichenaufwand habe. Ich lösche nochmals alle Objekte, zeichne erneut ein Objekt und zwar als Form ein Rechteck. Ändere bei diesem Rechteck die Füllung auf eine weiße Füllfarbe, die Formkontur auf dunkelrot mit einer Stärke von 3 Punkten. Und jetzt bräuchte ich auch einen Kreis und dieser Kreis soll genau gleich formatiert sein, also auch wieder weiße Füllung, rote Kontur mit einer Stärke von 3 pt. Ich kann natürlich ein Ellipsensymbol auswählen. Bei gedrückter Umschalttaste das Objekt aufziehen. Sie sehen, standardmäßig hat das Objekt aber immer noch
Blau als Füllfarbe, blaue Kontur. Ich müsste das jetzt wieder ändern, also ich sage wieder eine weiße Füllung. Wenn die Füllfarbe zuvor gewählt wurde, kann ich auch hier gleich auf das Eimer-Symbol klicken. Rote Kontur, ich kann hier auf das Formkontursymbol klicken, muss aber dann natürlich auch wieder die Stärke auf 3 Punkte ändern. Brauche ich weitere Formen, die so formatiert sind, kann ich auch so vorgehen, dass ich das Objekt zeichne und kann das Format von einer bestehenden Form auf diese Form übertragen. Das heißt, ich wähle dieses Rechteck zum Beispiel aus, sage mit dem Pinsel, übertrage mir das Format auf dieses Objekt. Bei weiteren Formen, die ich zeichne, müsste ich natürlich auch immer wieder den Pinsel einsetzen. Ich zeichne das Objekt, übertrage mit dem Pinsel das Format. Einfacher und angenehmer wäre jetzt aber, wenn ich bei einem neuen Objekt schon gleich die passende Formatierung bekommen würde. Und das können Sie auch erreichen. Ich wähle dazu ein Objekt aus, das die passende Formatierung bereits hat, klicke mit der rechten Maustaste drauf und sage dem System im Kontextmenü, ich möchte dieses Objekt, diese Form als Standardform festlegen. Das war's schon. Wenn ich jetzt etwas zeichne, zum Beispiel ein abgerundetes Rechteck, dann hat es bereits die passende Füllung, die passende Kontur mit der richtigen Stärke. Egal welches Objekt ich sonst noch zeichne, das System weiß, das ist die Standardformatierung, die das System jetzt diesen neuen Objekten zuweist. Sie sehen also, es gibt einige Erleichterungen im Zusammenhang mit den Formen. Probieren Sie es ganz einfach aus. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, diese kleinen Tipps und Tricks zu kennen.